Hallo. Okay, also ich finde mein Buch totale Klasse. Ja, das ist wirklich. Das ist so prophetisch. Das wird Himmel. Ja, aber du musst aufpassen. Heutzutage werden Hexen verbrannt. Ja. Oh. Sonntag, 1. Oktober 2023. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Das Wahlvolk trifft mit der Abgabe seiner Stimme schon lange keine wichtige ideologische oder sachliche Entscheidung mehr, sondern fällt lediglich ein Geschmacksurteil, nämlich ob dem Politiker und seiner Partei die Darstellung seiner Untadeligkeit so gut gelungen ist, dass man versucht ist, sie ihm auch zu glauben. Nun heißt Glaubwürdigkeit ja lediglich, dass ein Publikum aus der Selbstdarstellung einer Gestalt des öffentlichen Lebens den Schluss zieht, es könne auch möglich sein, dass diese Person die Wahrheit spricht. Wer Glaubwürdigkeit glaubwürdig macht, also geschickt darstellt, ist damit ja keineswegs schon ehrlich. Glaubwürdigkeit drückt also durchaus nicht politische Verlässlichkeit aus und gibt erst recht keinerlei Auskunft über klassische politische Tugenden wie Diplomatie und Verhandlungsgeschick. Vor allem aber fragt, wer Glaubwürdigkeit verlangt, keinerlei politische Gestaltung mehr nach. Auf die kommt es ja auch nicht an, wenn es am wichtigsten geworden ist, sich als Gemeinschaft gutwilliger Menschen definieren zu können. Diese Worte stammen nicht von mir, sie kommen von Cora Stephan und stehen in dem Buch Der Betroffenheitskult, eine politische Sittengeschichte. Und die Worte, die so aktuell klingen, sind in Wirklichkeit schon 30 Jahre alt, denn der Text ist im Jahre 1993 erschienen. Und weil die Worte so aktuell sind, möchte ich heute über den Betroffenheitskult mit Cora Stephan sprechen. Und sie ist heute da. Hallo Cora. Ja, mir kam das irgendwie vertraut vor, was du da eben vorgetragen hast. Irgendwie kam mir das vertraut vor. Ja. Es ist 30 Jahre her. Ich habe wegen deiner Sendung auch noch mal reingeguckt und war ganz erstaunt, dass man dieses Buch eigentlich auch heute noch lesen kann. Ja, verrückt. Aufmerksam geworden auf das Buch bin ich durch die Juristin Annette Heinisch, denn sie hat das Buch erwähnt in ihrem Artikel Hysteriker und Neurotiker aller Welt vereinigt euch, erschienen auf der Achse des Guten. Und da ich ohne Annette Heinisch diesen wunderbaren Text gar nicht kennengelernt hätte, dieses wunderbare Buch nicht kennengelernt hätte, habe ich sie heute auch hier. Hallo Annette. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Und dann habe ich gedacht, Cora, weil du eine Schriftstellerin bist, habe ich noch einen weiteren Schriftsteller eingeladen. Er ist auch Autor, Kabarettist und Lyriker. Er hat schon an dem ein oder anderen Dichterkrieg teilgenommen und gewonnen. Oder wie man es heute nennt, Poetry Slam. Er ist auch da. Hallo, Thilo Schneider. Guten Morgen allerseits. So, Cora, die Worte sind hochaktuell. Bist du eine Prophetin? Ja, komischerweise. Also ich denke manchmal wirklich, das Buch war prophetisch in vieler Hinsicht. Es ist unfassbar, dass sowas nach 30 Jahren noch aktuell ist. Ich meine, ich habe das damals unter dem Eindruck der Frankfurter Spontis geschrieben. Da wurde plötzlich, Joschka Fischer bereitete sich darauf vor, den Grünen beizutreten, weil das ist immer noch besser als Taxifahren. Damals gab es so eine Art Semantic Turn. Plötzlich hieß es Politik in der ersten Person. Und man musste also irgendwie man musste viel Gefühl zeigen und auch von etwas betroffen sein. Das hatte auch die Frauenbewegung gefordert von den Machos. Zeigt mal Gefühl. Und plötzlich wurde das auf eine ganz seltsame Art und Weise Mode. Der Jenninger musste zurücktreten, weil er eine furchtbar schlechte Rede angeblich gehalten hat. Die Rede war ohne Tadel. Er hatte nur kein Gefühl dabei gezeigt. Er hatte diesen Semantic Turn noch nicht mitbekommen. Und dann hatten wir Björn Engholm und dann hatten wir den, wie hieß er noch, den armen Kerl, der in Genf in der Badewanne. Barschel. Der Barschel, nicht? Genau. In mein Ehrenwort und so weiter und so fort. Diese Art der Beschwörungen wurden plötzlich modisch. Ja, und das Private ist politisch, ist ja auch so ein Spruch aus der damaligen Zeit. Und schon zeigte sich Herr Scharping mit Frau Pilati im Pool. Ja.
Also ich fand das damals erschreckend. Du redetest nicht mehr über Sachen. Es gab nichts Objektives mehr, sondern es musste durch diese Gefühligkeit gehen. Und das hat übrigens nochmal ganz heftig zugenommen mit der Sarrazin-Debatte, wo es plötzlich hieß, Fakten und Zahlen seien Dreck. Also man könnte vielleicht so den Eingangssatz von dir, den habe ich zusammengedampft schon mal woanders gelesen. Ich weiß nicht, wer es gesagt Kann hat, nicht sein. aber der hat gesagt, jede Wahl in Deutschland ist ein Ähnlichkeitswettbewerb mit Helmut Schmidt. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Ja, wenn es ja Harald Schmidt wäre, das wäre mir ja recht. Ich habe auch nichts gegen Ästhetik in der Politik, ehrlich gesagt. Und diese steifen Männer mit den zurückgegelten, Quatsch, zurückgeschmierten Haaren, die fand ich auch nicht immer so schick. Aber es gibt ja einen Verlust auf der anderen Seite. Lafontaine hat das damals ganz schön gesagt. Sekundärtugenden wie Pflichtgefühl, damit kann man auch ein KZ betreiben. Also mit anderen Worten, Knall und Bums, das gilt alles nicht mehr und so weiter und so fort, ja. Also solche Tugenden, die in der Politik ja vielleicht ganz wichtig sind, wie Pflichtgefühl oder auch Dienst am Vaterland. Also da mal, um's knapp zu sagen, wenn man sich die derzeitige Regierungsriege anschaut und auch die Beliebtheit, liegt tatsächlich Boris Pistorius vorne. Ne? Ach, Das ist ja, vielleicht, so ein weil alter, man. grauer SPD-Mann, wo du sagst, ja, wenn der Boris sagt, der macht es, und dann macht er das. Und der kam ja auch auf die geniale Idee, kurz nach Amtsantritt mal so die Panzer zu zählen, wo du sagst, was hat denn seine Vorgängerin eigentlich die ganze Zeit gemacht, außer schön Urlaub? Also fand ich toll. Ich muss sagen, also Boris Pistorius als Kanzlerkandidat, das hätte was. Das würde mir gefallen. Der Witz ist ja, dass damals eigentlich auch die sogenannte Feminisierung der Politik begann. Also die Ja. Frauenbewegung hat gefordert, Männer zeigt mal Gefühl. Die Männer zeigten Gefühl, kommt ja an. Frauen sind ja ein wichtiger Faktor bei Wahl. Das ist auch so witzig. In den 70er Jahren wurde in der Frauenbewegung diskutiert. Wir brauchen Quoten für Frauen, weil Frauen werden ja grundsätzlich, Annette, du weißt, wovon ich rede, vom Patriarchat unterdrückt. Dagegen muss man ja etwas tun. Das kommt von damals und das ist heute über uns gekommen. Ihr Und hättet euch nie das Wahlrecht lassen sollen, nie. ich denke, Das Pistorius. habe ich schon häufiger gehört. Und auch nicht der Führerschein. Genau. Hätte viel mehr Parkplätze. Ja, Pistorius ist auch deshalb so angenehm, weil er nicht Lambrecht ist, Leute. Ja, weil er nicht diese unfähige, eitle, selbstbezogene Frau ist. Es ist ganz einfach. Also ich finde, der Feminismus und diese ganzen Frauenquoten hat Frauen nur geschadet. Sie haben uns nur blamiert. Und das nehme ich ihnen übel, ich gebe es zu. Ja, da muss ich jetzt mal einhaken. Als Frau sehe ich übrigens ähnlich. Also es ist mir wirklich peinlich. Manchmal muss man jetzt ja schon sagen, ich bin zwar eine Frau, aber ich weiß dennoch, was 2 und 2, 4 sind. Also allein im kaufmännischen Bereich. Und ich, auch wenn ich mich schlecht fühle, muss ich trotzdem oder irgendwas nicht gut finde, muss ich das trotzdem machen. Mein Job hat sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich mich nicht gut beifühle. Das ist jetzt kein besonders schöner Job, wo man immer nur wohl Wellness-Anwendung oder sowas hat. Aber der Punkt ist, ich glaube, Pistorius hat vermittelt den Eindruck, als könne er oder würde er etwas tun. Und dieses, weil wir heute alle nur noch Laberleute haben, die Gefühle haben und labern und ich weiß nicht was, ist jemand, der sich da mal hinstellt und sagt, ich tue mal was, ich pack das mal an, kommt unglaublich gut bei den Leuten an, egal jetzt. Erstmal in welche Richtung das geht. Allerdings muss man vielleicht auch hinzufügen, dass der Mann als Tiger gestartet ist und im Moment dabei ist, ja als Bettvorleger zu landen. Innerhalb dieser politischen Rahmenbedingungen haben, glaube ich, Macher eine sehr kurze Halbwertszeit. Also das hat wohl auch noch andere Hintergründe. Die Bundeswehr ist so heruntergewirtschaftet, dass man nicht erwarten kann, dass Pistorius in 0, nichts wieder zu einem verteidigungsfähigen Werkzeug macht. Das ist Aber schlicht man nicht glaubt möglich. ihm, dass er es tut. Oder er sich zumindest bemüht, Ja. dass er es will. Das Ja. hat man bei Frau Lambrecht ja nicht geglaubt, bei ihren Vorgängerinnen wahrscheinlich auch nicht. Da waren ja andere Dinge wichtiger. Naja, das Problem ist nur, er hat jetzt ja auch die große Reform, die notwendig wäre, nicht angestoßen. Da ist er zurück, er ist ja auch eingedampft worden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Leute möchten, das ist übrigens jetzt auch eine vielleicht neuere Entwicklung, denen wird das alles zu viel, dieses ganze Gelabere. Die möchten eben jemand, der etwas anpackt.
ja, der gut, etwas tut und nicht nur betroffen ist oder schöne Worte sagt. Ja, es wird ja was getan. Also siehe jetzt zum Beispiel Heizungsgesetz. Es werden halt eben Dinge getan, die jetzt so für die Stimmung im Land eher kontraproduktiv sind. Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es passiert halt nur was Blödes. Das ist das Thema. Die, die was tun, tun was Falsches und die, die was Richtiges tun sollten, tun nichts. Genau, so ist es schön gesagt. Es wird was getan für die Opfer, die aber erst kreiert werden. Cora, in deinem Buch nennst du das die Therapiegesellschaft. Auch das möchte ich kurz vorlesen. Die Therapiegesellschaft entwickelt allerdings zugleich schon gar keinen Begriff eines Subjekts mehr, dem verantwortliches Handeln abverlangt werden könnte. Wer Opfer der Verhältnisse des Patriarchats, des Kapitalismus, der frühkindlichen Erziehung ist, der erwartet bei der Gerichtsverhandlung den Freispruch. Was immer wir tun, wer immer wir sind, eigentlich ist das Subjekt die Gesellschaft, die Erziehung, das System, die anderen. In den Orgasmusschwierigkeiten gleichsam das Versagen der Gesellschaft zu erkennen und in diesem Sinn das Private für politisch zu erklären, ist seither ein folgenreicher Gemeinplatz einer politischen Kultur geworden, der die Vorstellung persönlicher Verantwortung abhanden gekommen ist. Das heißt, die Politik ist dafür da, die Probleme der Opfer zu lösen, die die Politik überhaupt erst zu Opfern erklärt hat. Also wirklich eine Instrumentalisierung. Was ist das für eine ungeheure Anmaßung eigentlich? Ich denke ja auch immer, also die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass sie sehr hilfsbereit sind und also wo überall Not ist, da greifen wir ein, weil wir offenkundig der Meinung sind, die Menschen könnten nicht ohne unsere Hilfsbereitschaft aufrecht gehen. Das ist ja auch bei der Migrationsproblematik der Fall. Wir stellen uns nur Menschen in Not vor, Traumatisierte. Und wir kommen gar nicht auf die Idee, dass das intelligente Wesen sind, die ganz genau wissen, welchen Knopf sie bei uns drücken müssen. Und das sage ich nicht bösartig. Ich sage einfach nur, es ist vernünftig, wenn man ein Angebot, das wir so großzügig machen, auch annimmt. Ja? Aber wir haben immer diesen moralisierenden Diskurs. Die armen Menschen, denen muss man Gutes tun, statt ihnen abzuverlangen, dass sie zum Beispiel für sich selbst sorgen. Ganz einfach. Also, das ist ja der eigentliche Witz. Und tatsächlich, Cora, was du sagst, diese Anmaßung. Ne? Da flieht jemand über 2.000, 3.000, 5.000 Kilometer. Und dann bildet sich hier irgendein Uschi Glöbner ein, sie müsste dem jetzt dringend helfen. Also der hat derart viel Credit, Street Credibility, wie man so schön sagt. Der kann sich schon ganz gut alleine helfen. Und speziell beim Thema Einwanderung, es wird ja auch gern mit den USA verglichen, da haben ja die Ureinwohner mit Einwanderung ganz interessante Erfahrungen gemacht. Aber wenn du da hingekommen bist, dann hast du, wenn du Glück gehabt hast, eine Schaufel bekommen, hat gesagt, hier geht's gegen Westen und jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Klar. Also liberaler geht's gar nicht mehr, was Einwanderung angeht. Im Übrigen war das auch in Deutschland nach 1945 so. Ja, es mussten nicht erst die Türken kommen, um hier Wohlstand zu produzieren. Also das ist ja auch so ein Gerücht, das ich so irre finde. Ja, sondern die unzählig vielen Vertriebenen und Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Gebieten haben, wie sagte noch Degenhardt, die Ärmel hochgekrempelt und angepackt. Das war natürlich damals die Litanei. Aber das hat Deutschland aus der Scheiße wieder rausgeholt, natürlich. Also das und der Marshallplan, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, wobei übrigens auch britische Freunde von mir vollkommen entsetzt waren, als ich ihnen gesagt habe, wie wenig Deutsche eigentlich als Marshallplan-Gelder bekommen haben und wie viel mehr die Briten und was die daraus gemacht haben und was wir daraus gemacht haben. Das war ein anderer Betroffenheitskult, der sich in ihren Gesichtern dann abspielte. Das Verrückte ist, also wie gesagt, mein Buch habe ich vor 30 Jahren geschrieben, stelle fest, da ist immer noch was aktuell. Und in vieler Hinsicht ist es natürlich noch viel schlimmer gekommen. Ich denke an die Sarrazin-Debatte, das war übrigens für mich der Grund, endgültig Abschied zu nehmen von Frau Merkel. Die Debatte über Sarrazin war sowas von grotesk. Er würde nur blutleere Sachen und Fakten verbreiten. Michel Friedmann sagte, Sarrazin reduziere Menschen auf Zahlen. Man müsse ein Leben gegen die Statistik setzen. Renate Künast meinte, Sarrazin sei zahlengläubig, gefühlskalt und menschlich schäbig. Und eine Journalistin kommentierte, er hantiere mit Zahlencode. Nun ist der Witz doch einfach der, wenn man einen Sozialstaat hat, wie wir ihn haben, und das ist der größte Posten im Haushalt, wir sind hier nicht sozial kalt, wir sind nicht menschlich schäbig, es ist der größte Posten, dann muss man doch mal rechnen,
was da ist und was davon finanziert werden kann. Aber das ist völlig aus der Mode gekommen, völlig. Also ich erinnere mich da an ein Bankgespräch, das ich mal hatte mit 22, 23, da wollte ich mein Konto überziehen. Und das sagte damals der Banker, das geht nicht. Und ich sage, warum? Ich brauche das Geld. Da sagt er, ja, aber nicht von uns. Also ich hat mir wirklich nie gut gefallen. Ich weiß auch noch, welche Sparkasse es war. Aber im Nachhinein, ich habe es trotzdem ja irgendwie gewuppt. Also das geht schon auch. Aber genau das ist das, was auch mit Sarrazin passiert ist. Du kannst ja nur das verteilen, was im Pott ist. Irgendwann ist eben Sense, irgendwann ist Ende. Und das weiß jeder Privatmann, der versucht hat, eine Finanzierung zu kriegen, die er nie bekommen hat. Und jetzt stehen die Gemeinden und Bürgermeister da und sagen, wir wuppen das nicht mehr. Was passiert? Nichts. Im Gegenteil. Finanzen bekommen sie, Geld bekommen sie dafür nicht, Platz haben sie sowieso nicht und die ganze Show geht immer weiter. Also das ist schon verrückt. Das ist eine solche Abwehr, nicht nur der Realität, sondern auch des sozusagen des Vermögens des Landes. Das ist schon irgendwie krank. Ich weiß auch nicht, kann mir nicht helfen. Das Problem ist ja, dass wir das seit Jahren feststellen und was ich jetzt auch sehr gut fand, ich habe neulich auf der Rückfahrt, da hatte ich wieder eine Umleitung, weil wir haben ja auch ein Infrastrukturproblem, man ist ja länger heute unterwegs. Oh ja. Ein Podcast von Daniel Stelter gehört, Think Beyond the Obvious, der war relativ neu und da war auch total frustriert, weil er auch immer sagt, es wird immer schlechter und alle sagen das und es wird niemals geguckt, was kosten Dinge eigentlich, ja. Wenn ich ein Ziel erreichen möchte. Sei es jetzt ein Sozialstaat, sei es klimaneutral, was auch immer. Welche Möglichkeiten habe ich? Was kostet es, dass ich meinen Preis dafür wirklich objektiv berechne und nicht irgendwelche ideologisch gesonnenen Preise? Und dass ich gucke, was habe ich für ein Geld? Das muss jeder normale Bürger auch machen. Wenn ich erstmal, ich habe, was weiß ich, 2000 netto, dann muss ich erstmal gucken, dass ich die Miete bezahle, alles das. Ich muss aber auch wissen, wie teuer ist die, sonst kann ich ja gar nicht haushalten. Hier wird nicht mehr gehaushaltet. Das kommt daher, dass wir uns von diesen ganzen altmodischen Dingen verabschiedet haben, für die ja wohl der weiße Mann so steht, sowas wie Zahlen, Rechnen, Haushalten, harte Fakten. Tatsächlich und was ist nicht geht, die schwäbische geht Hausfrau. Es ist Annette, oder die schwäbische Hausfrau. Die so Annette, das ist Zahlencode. Zahlencode. Muss man sich mal vorstellen. Ja, mit diesem Zahlencode lebe ich ständig in irgendwelchen Unternehmen. Würde ich das nicht tun, wären die nämlich pleite. Klar. Und dann ist das nicht nur Code, dann ist das echt scheiße. Also wirklich. Insofern, in der Realität muss man das. Und dieses Auseinandergehen zwischen der Realität und dem, was die Politik uns da bietet. Die Kluft ist ja immer größer. Und das, was ich eben meinte, ist, dass die politischen Parteien sind Dienstleistungsunternehmen, die wollen uns irgendein Angebot machen und versprechen uns das Blaue vom Himmel. Und langsam merken wir, es ist nur das Blaue vom Himmel. Und das lässt sich, man kommt, wenn man die Leute, die wissen ja nicht die ganzen Hintergründe, das können selbst politisch Informierte nur über ganz eng begrenzte Teilbereiche überhaupt wissen. Ja, dann folgt man eben Leute, die irgendwie toll wirken und einem was Tolles versprechen. Und wenn das mir jetzt irgendwie zugute kommt, tja, dann wähle ich die. Das ist auch irgendwo ein systematisches Problem da drin, ne? Es ist ja weder die sogenannte Energiewende durchgerechnet, noch ist die sogenannte Wärmewende durchgerechnet. Doch, Cora, du weißt, die Kugel Eis. Was kostet die Kugel Eis? Das ist genau berechnet. Und genauso wie mit dem Strom in den Netzen. Das ist ganz genau berechnet. Hat ja niemand gesagt, dass die Kugel Eis 200 Meter breit ist. Aber das Interessante ist ja, wann werden die Gefühle zugelassen, wann werden die Gefühle sogar abverlangt und wann sagt man, nee, das muss man sachlich betrachten. Cora, du schreibst ja selber, dass diese altbekannte Neigung, das Volk zu instrumentalisieren, immer nur dann stattfindet, solange seine Gefühls- und Meinungsäußerung in den eigenen politischen Kram zu passen scheinen. Also sobald man die Gefühle des Volkes nutzen kann, werden die Gefühle auch benutzt. Wir haben gerade schon die Migrationssituation angesprochen. Da gibt es sehr viele Bürger in verschiedenen Gemeinden, die einfach besorgt sind. Und wenn sie besorgt sind, dann werden ihre Gefühle nicht ernst genommen. Wenn aber jemand glaubt, die Welt geht in 10 Jahren unter, wenn wir jetzt nicht aufhören, Auto zu fahren, dann kleben sich die Leute tränenüberströmt auf irgendwelchen Straßen fest und dann finden alle diese Gefühle völlig in Ordnung. Wer entscheidet eigentlich, wann ein Gefühl legitim ist, politisch und wann nicht? Das ist immer hochinteressant. Also wenn eine Partei oder ein Politiker oder überhaupt ein Mensch mit großen Dingen kommt,
die Natur, das Klima, die Menschheit und so weiter und so fort, dann weiß ich ganz genau, das ist keine Partei mehr, das ist auch keine Politik mehr, sondern hier wird an den übergeordneten Notstand appelliert, der alles erlaubt. Ja? Da muss man dann, ne, da muss man sich auf die Straße kleben, und das ist ja, da geht es um Höheres eben und nicht um so etwas Schnödes wie Kompromisse, ja, oder Pläne, die man diskutieren kann oder dies oder jenes. Nein, es geht ums Ganze und dann ist alles erlaubt. Das ist die Moralisierung der Politik, die wir haben seit Jahrzehnten, und die Grünen haben das immer wunderbar eingesetzt. Die haben ja von vornherein gesagt, wir sind keine Partei wie alle anderen, weil es ums große Ganze geht, um die Menschheit, um die Natur und so weiter und so fort. Das hat sie, damit haben sie geglaubt, sich unangreifbar zu machen, aber sie haben sich in gewisser Hinsicht auch unangreifbar gemacht. Wenn du damit kommst, mit den großen, großen, großen Zielen, kriegst du alles durch, dann knickt der Bürger ein und sagt, um Himmels Willen, nein, ich will natürlich nicht, dass die Erde verglüht. Was das andere betrifft, und das ist die große Sauerei, natürlich werden die Gefühle eben auch missbraucht. Zum Beispiel Gewalt gegen Asylantenheim. Dann heißt es natürlich, der Bürger ist gefragt. Der Bürger muss etwas unternehmen. Der Bürger muss demonstrieren, auf die Straße gehen und fürs Gute sein. In Wirklichkeit aber hat das Gewaltmonopol des Staates versagt. Der Rechtsstaat hat versagt. Nicht der Bürger hat versagt. Ja? Der kann gar nicht gegen all diese Idioten ankämpfen, die da sowas machen. Ich hätte ja nicht mal was dagegen, wenn diese Leute, die sich auf die Straße kleben, nicht sich anschließend rumdrehen würden und würden in Urlaub nach Bali fliegen, wo ich mein Lebtag noch nie war. Also das ist das, was mich so ärgert. Und wenn du dann sagst, hey, ihr habt euch gestern auf die Straße geklebt, morgen kommt der Flieger in Bali an, dann gucken die dich an und sagen, ja, ich bin aber doch privat geflogen. Ja, ich bin privat hier, genau. Also die Umwelt sagt ja, ach nee, der ist privat geflogen, dann machen wir diesmal kein CO2 oder was. Das ist das, was mich so ärgert. Ich folge ja gerne, wenn mir der andere mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn mich aber Katharina Schulze, absolute Feindin der dritten Startbahn in München, aus Los Angeles mit einem Eis angrinst, dann fühle ich mich da nicht mehr so gut und dann sage ich, für euch fahre ich extra nochmal durch den Block und ich mache sogar den Katalysator aus, damit ihr es richtig dick kriegt. Ja, aber sie ist doch nur, hat sich aufgeopfert, nach Los Angeles zu fliegen, um uns die Kugel Eis zu zeigen, die Energiewende nur kostet. Möglicherweise war das die Intention, dann wäre es auch wieder in Ordnung. Ich meine, es kann ja keiner noch dafür, dass die ganzen Klimakonferenzen an den schönsten Orten der Welt stattfinden, ne? Und das im Winter, immer wo Sommer da ist. Ich habe es auch schon festgestellt, ja. Das ist ein Zufall, Zufälle gibt es, ne? Ist auch so. Ja, das Problem ist, dass das Wetter hier so schlecht ist, ja. Ja, aber wenn es jetzt besser wird wegen des Klimawandels, ist es ja auch verkehrt. Ich wäre ja dafür. Also gut, ich habe auch nichts gegen einen warmen September, aber ich mag das ja gar nicht sagen. Es geht ja aber auch hier noch um etwas anderes und das hat man, finde ich, zum Beispiel auch bei Corona gesehen. In dem Moment, wo ich auch etwas Todbringendes mache, also jetzt nicht nur das hehre, wahre Gute, sondern auch sage, wenn du nicht A, B und C machst, das ist ein Todfeind, dann kippe ich morgen sofort tot um oder es passiert was ganz Fatales. In dem Moment, wo Menschen Angst um ihr Leben haben, diese Panik ausbricht, dann kommt eine Stampede und dann wird alles niedergetrampelt. Und das wird ja sehr gezielt instrumentalisiert. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt ganz rational komme und mal sage, ja, Freunde, und könnte man das nicht anders billiger? Und so wird das also doch nichts. Ja, bin ich von vornherein auf verlorenem Posten. Ich müsste eigentlich, wenn man auf diese Art und Weise weiter argumentiert, noch etwas anderes finden. Also ich muss jetzt mir irgendwas ausdenken, dass nicht nur in 5 Jahren oder in 10 Jahren die Welt untergeht, sondern möglichst, wenn sie jetzt nicht tun, was ich will, in 2 Jahren. Aber sowas vor. Letzte Generation, es sind die Letzten vor den Kindern. Bei Corona denke ich ja, man müsste vielleicht eines noch berücksichtigen, dass natürlich Politiker dastehen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich nichts tue, dann habe ich womöglich Menschen auf dem Gewissen. Ja? Das kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es nur die große Verschwörung gibt oder ob eben auch so etwas eine Rolle gespielt. Nein, bitte, ich möchte auch sagen, da war gar keine Verschwörung, das meine ich nicht. Ich meine jetzt nur ganz prinzipiell das Problem, ne? Dass man hier, wenn man mit Todes agiert, in welcher Form auch immer. Ich habe Gummihandschuhen.
Geld abgehoben am Automat am Anfang, weil ich gedacht habe, wenn ich das nicht mache, muss ich morgen sterben. Ich habe Übergewicht und bin Raucher. Also bei mir war klar, wenn ich das Corona voll abkriege, wo die Reise hingeht, das hat mir nie gut gefallen. Also ich habe auch gerade 3 Wochen sowas gemacht. Am Anfang waren sich eh alle unsicher. Ich meine, da hat sogar Alice Weidel gefordert, dass die Bundesregierung endlich handelt und einen Lockdown oder sowas verkündet. Alice Weidel. Also das fand ich auch ganz, ganz spannend. Aber da wollen die alle heute davon nichts mehr hören. Ja. Nicht, dass ich kein Verständnis dafür hätte, weil wir wussten am Anfang alle nicht, was kommt da auf uns zu und was rollt da auf uns zu. Und dann hast du ja diese wunderbaren Bilder gesehen in Italien mit den LKWs, in denen angeblich, die waren voll gestapelt mit Leichen, die fuhren da ins Krematorium und dachten, oh Gott, und wenn das jetzt nach Schöllgrippen kommt oder wo die Leute sonst wohnen, ist aus. Ist aber man konnte nach 4 Wochen bereits wissen, dass es keine Pandemie war. Man konnte sich die Zahlen ja angucken. Die ganze Zeit hätte man das tun können. Es war nicht nachweislich eine Pandemie, die also nun so das ganze Menschenleben bedroht. Das ist ja so verrückt. Man hat sich kundig machen können, aber die Panikmaschine lief und lief und lief. Und ja, ich habe also auch zu Anfang Handschuhe getragen und Dingens da, als auf dem Wochenmarkt in Gießen noch alle unverhüllt herumstanden. Und dann habe ich gedacht, nee, also alles Quatsch. Und da war ich aber dann diejenige, die auf dem Gießener Wochenmarkt also dumm angeschnauzt wurde, weil ich nicht Abstand hielt. Und krass, dieses Phänomen, das du beschreibst, dass wir alle nicht wussten, was wir tun sollten, dass wir Handschuhe getragen haben und so weiter. Dafür hast du 27 Jahre vor Corona bereits einen tollen Begriff entwickelt in deinem Buch Der Betroffenheitskult. Nämlich du nennst es die Tyrannei der Intimität. Und du sagst, die Tyrannei der Intimität macht handlungsunfähig. Denn, du schreibst, die identifikatorische Moral trägt zum Gefühl der Überlastung des Bürgers bei, der seine Seele mit allem Elend der Welt beladen wähnt. Sie führt zur Entwertung jeglicher individuellen und pragmatischen Geste. Die identifikatorische Moral denunziert die soziale Distanz, die im Argument liegt, es müsse im Interesse des durchaus unbetroffenen Einzelnen liegen, gerade das fernste Anliegen mitzutragen, weil es für die fragile Veranstaltung namens Gesellschaft von Bedeutung sein könnte. Denn sie appelliert ans Gefühl, nicht ans Kalkül. Und genau das ist ja passiert. Und das passiert immer, immer wieder, dass uns Bilder aus der Ferne präsentiert werden. Und dass wir dann für dieses Ferne Verantwortung übernehmen sollen. Und das soll dann unser Leben beeinstimmen, unser Verhalten bestimmen. Ja, aber heißt es doch in der Bibel, liebe deinen Nächsten und nicht liebe irgendeinen Fernsten. Die meisten Menschen kennen ihren Nachbarn nicht mehr, wissen nicht, wie der Not leidet, aber die glauben, die Welt retten zu müssen. Das ist schon verrückt, nur da muss ich auch an dem Punkt mal an die Medien erinnern. Ich habe ja, zu meiner Schande muss ich das gestehen, vor vielen, vielen Jahren mal beim Spiegel gearbeitet. Und ihre Flecke in der Vergangenheit. Wir haben alle unsere Leichen im Keller. Nicht ganz so schlimm wie bei Aiwanger, aber auch schon ziemlich schlimm. Und es war ganz klar, wie eine gute Spiegelgeschichte funktioniert. Du brauchst erstmal einen Einzelfall, einen möglichst spektakulären Einzelfall. Und dann wird das aufgeblasen und dann wird daraus ein allgemeiner Schluss gezogen. Das ist Relotius, natürlich, der konnte das perfekt, aber das ist Spiegelstil gewesen, immer gewesen. Und wenn du dann dagegen argumentiertest, das habe ich mal gemacht, womöglich mit Statistiken, ich wollte wohl Entwarnung geben, ich wollte verharmlosen, das ginge ja überhaupt nicht. Das ist das, was die Medien natürlich immer noch, also die nicht unsere Medien, sondern die Hauptstrommedien ja immer noch gerne tun. Du nimmst einen Einzelfall und das wird aufgeblasen und damit wird sozusagen nicht nur die Welt erklärt, sondern du wirst in eine moralische Verpflichtung genommen. Toll, es funktioniert. Ja, aber es funktioniert nur von einer Seite. Das ist das Spannende. Ich erinnere mich an den kleinen Jungen, der da vor einer einfahrende ICE geschubst wurde. Mhm. Wenn du das heute nur erwähnst, dann heißt es, du instrumentalisierst den. Und also Instrumentalisierung in Anführungszeichen von einer Seite ist in Ordnung und von der anderen Seite ist es komischerweise nicht. Ich bin jemand, der ist für absolut Fairness. Ich kann halt nicht mit einem Revolver zu einer Schießerei erscheinen. Das ist unfair. Mhm. Stimmt. Okay, aber das ist tatsächlich natürlich das Problem. Das ist immer eine Frage der Macht. Man hat durch diese ganzen Erzählungen und durch diese Sekten, also wir haben ja offensichtlich ein religiöses Vakuum gehabt, in das ist sind die Grünen mit ihren Vorstellungen, mit dem höheren Gut hineingekommen, haben das dann noch mit dem, sie haben ja schon bei Atomtod und wir waren ja immer gleich tot bei denen, also verschiedener Waldschaft, wir sind immer alle tot, wenn nicht die Grünen kommen, um uns zu retten, aber dann
ist das die Agenda, auf deren Software diese Gesellschaft jetzt gerade läuft? Und damit werden alle anderen störenden Faktoren eliminiert. Ist das so? Ist es so, dass das die Software ist, auf der die Gesellschaft läuft? Oder das ist das Problem. Ein Teil der Gesellschaft läuft, aber es ist das, was jetzt die Macht ausübt. Das muss man ja sehen. Medien und Politik, das ist die Macht. Und wir haben jetzt ja diese große Entfremdung und das große Problem in diesem Land, dass das, was die Machtausübenden mit ihrer Einstellung, mit ihrer Software machen, nicht übereinstimmt mit dem Willen und auch der Realität von dem, was die meisten Menschen machen. Man sieht es zum Beispiel, fiel mir eben auch noch ein, der weiße alte Mann, der ja auch so diskreditiert wurde und ich weiß mal gar nicht warum, aber das war ja der Mann der Fakten, der ruhig und sachlich war, der was angepackt hat, der eben seine Gefühle für sich behielt, aber das Problem löste. Was nützt mir denn ein Mann, der mir Tränen überströmt, sagt, dass das furchtbar ist und ihn total ergreift? Ja, davon wird das Problem auch nicht besser. Ja, aber du fühlst dich besser. Nee, ich fühle mich auch nicht besser. Ich fühle mich angedümmelt und genervt und muss selbst die Arme hochkrempeln. Also sehe ich ja auch nicht an. So sollte die Emanzipation hier nun auch wieder nicht laufen. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, den ich sehr interessant fand. Und der Autor hat sich die ganze Zeit eigentlich dafür entschuldigt, dass er mit Zahlen und Fakten operiere, weil es um ein heikles Thema ging, nämlich Zahlen über Ausländerkriminalität, über gefährliche Körperverletzungen, Sexualdelikte, Delikte gegen Leib und Leben. Und er hat ausgerechnet, wie viele Fälle auf die Zahl der jeweils in diesem Land vertretenen Ausländer, ja, wie das prozentuale Verhältnis ist zwischen der Zahl der hier lebenden Ausländer und der Delikte. Und er stellt sich dann heraus, dass bei gefährlicher Körperverletzung die Afghanen mit 1.336% ziemlich weit vorne liegen. Die Libyer auch, die Marokkaner auch, die Somalier auch und das geht so weiter. Also das ist, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, aber auf dem Oktoberfest verhalten sich auch Deutsche nicht so sonderlich nett. Ja, das ist die Realität und über die darf nicht diskutiert werden, weil das ist unmenschlich und so weiter und so fort. Und das kann ich langsam nicht mehr hören. Und das können die meisten nicht mehr hören. Ich lebe in der Provinz und hier ist die Stimmung, ich bin gespannt auf die Wahlen in Hessen, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja tatsächlich das. Ich habe das neulich auch bei Veranstaltungen erlebt, also auch beruflichen Veranstaltungen jetzt mit Unternehmern, wo die Leute sagen, wir mögen die AfD, wir wählen die AfD. Die haben noch vor ein paar Jahren gedacht, niemals AfD, weil sie einfach sagen, ich bin gar nicht dafür. Aber so wie das hier läuft, es geht nicht. Und die haben jetzt nicht Blockparteien gesagt, hier im Westen nennen die das jetzt Kartellparteien. Ja, sehr schön. Die haben ein Kartell gegründet für ein Unternehmen, also für Kaufleute ist das typische Kartell. Und dieses Kartell, wo die mit ihrer Software dahin gehen, also mit ihren Einstellungen, das wollen sie halt nicht. Mhm. Und sie sehen im Moment keine Alternative dazu. Und das bedauern sie sehr, aber das ist so ihre Sache. Und das ist ja tatsächlich, wenn wir diese Entfremdung haben, dann muss da irgendetwas passieren. Denn das scheint mir jetzt im Moment zu sein, ja quasi religiös, haben die hier eine Religion über uns gestülpt, welche von vielleicht 70% der Bevölkerung nicht akzeptiert wird. Das ist nicht ihre Vorstellung vom Leben in unserem Land. Es ist auch vor allen Dingen, fängt man ja immer an zu sagen, ich bin Deutsch, aber ich bin trotzdem pünktlich und ich bin trotzdem zuverlässig. Und früher hat jeder gesagt, ja klar, der Deutsche ist immer zuerst da, aber nein, also wir wollen so nicht sein, wie wir jetzt leben. Man frage mal gut integrierte Migranten. Ja, die sind ja die Schlimmsten, die schimpfen ja am meisten. Die schimpfen am meisten, ich kann euch sagen. Ja. Und die haben gesagt, also kürzlich mit einem gesprochen, früher SPD gewählt, türkischer Hintergrund, AfD. Ganz klar, das ist das Einzige, was nützt. Und sie haben recht, denn sie leiden natürlich darunter, dass hier andere marodierend durch die Gegend ziehen und womöglich ein bisschen so aussehen wie sie selber. Das ist scheiße. Und gerade wenn sie nicht so viel Geld haben, das ist ja auch das, was ich häufig sehe, am meisten leiden ja nicht die, die in Harvestehude an der Außenalster wohnen. Weiß Gott nicht. Denen geht es gut, die können sich ihre Moral auf Kosten anderer ja leisten. Ja, klar. Die wählen auch alle wunderbar grün und sind so von sich überzeugt. Aber wenn ich mit den Leuten rede, die, wie heißt es im Englischen so, just about managing, die jetzt wirklich nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ja. Und es gibt viele. Und es gibt jetzt auch viele im mittleren Bereich, also nicht sozial Schwache, nicht der Taxifahrer, der sowieso
wirklich immer schwer nur über die Runden kommt, sondern Leute, die Facharbeiter sind, die eigentlich einen vernünftigen Verdienst haben, die finden keine Wohnung mehr oder können sie sich nicht bezahlen. Und wenn zwei arbeiten, dann arbeitet einer für die Wohnung und der andere irgendwie für den Lebensunterhalt. Ja. Urlaubsreisen werden unerschwinglich mittlerweile. Das ist nicht mehr witzig. Und das finde ich persönlich zum Beispiel auch komplett unsozial. Und das betrifft natürlich auch Migranten in erster, also die ersten oder älteren Migranten, die hier sind, die total empört sind. Und es betrifft aber sehr viele, die sich nur sehr schwer wehren können. Und eigentlich wollte ich in einem Land leben oder finde, das ist der Maßstab eines guten Landes, in dem Leute, die gerade nicht die Macht haben, die nicht die Reichen sind, gut und vernünftig im Wohlstand, im vernünftigen Wohlstand jedenfalls leben können. Ja. Nicht mit silbernen Löffel essen, aber im vernünftig gut leben können. Und ihre Kinder also, haben Chancen. Sagen wir es mal so, bei vielen, zumindest hier auf dem Land, Cora wird das eventuell bestätigen, wir hatten ja früher die komfortable Situation, wir machen die Tür zu, der Staat bleibt draußen und das war's. Ja. Und nicht mal mehr das ist ja gewährleistet. Also du musst ja jeden Tag damit rechnen, dass einer im blauen Kaufhofhemd mit dem Kulli in der Hemdtasche kommt und sagt, jetzt gucken wir uns bei Ihnen mal die Heizung an. Und ich glaube, diese Übergriffigkeit, die mittlerweile herrscht, das ist auch was, was unheimlich viele Leute wütend und auch frustriert macht. Sie wollen reden darüber, was wir zu essen haben oder was wir nicht zu essen haben, wie wir heizen sollen. Ach, es ist übergriffig in der Tat und das wird mit einer solchen Chuzpe vorgetragen, diese Art der Übergriffigkeit. Also da bin ich immer irgendwie bass erstaunt. Da fehlen mir auch langsam die Worte. Was bilden die sich eigentlich ein? Sie sind für uns da, nicht wir für sie. Aber das war ja auch unser Grundgesetz. Das ging von dem Menschen aus, den du auch am Anfang geschildert hast, Cora, der selbstständige Erwachsene, der eigentlich denkt, ich weiß schon, wie ich mein Leben leben kann, will. Und wenn ich einfach Mist baue, ja, dann mache ich es, biege ich es wieder gerade, habe gelernt und setz Krönchen wieder auf, wasch hier weiter, es wird schon. Aber das ist nicht die Vorstellung von denen, die Macht haben, weil Macht möchte sich immer ausdehnen, in jeder Richtung. Und wir hatten immer so den Staat, den wir abwehren, haben ganz viel Privatleben. Und als Einzelner kann ich nicht viel gestalten. Das kann immer nur eine Gruppe. Das heißt, da bin ich immer ohnmächtig. Je mehr Privatleben ich habe, desto weniger stört es mich aber. Denn dann habe ich ja möglichst viel, wo ich selber bestimmen kann, wo mich das nicht stört, wenn der Staat gerade mal seine drolligen 5 Minuten kriegt. Aber je mehr der Staat bei mir reinmacht und eben übergriffiger wird, das ist ja völlig richtig geschildert eben, desto mehr stört es mich auch. Das heißt, wir haben hier so zwei Dynamiken. Einmal der sich immer mehr einmischt und der dann auch immer noch bescheuerter wird, also emotionaler und Fakten nicht sieht. Deshalb ja auch der Angriff auf die Familie, das ist ja das Verrückte. Ich verstehe das gar nicht, dass auch die CDU da nicht irgendwie mehr aufmuckt. Es gibt einen Angriff auf die Familie, natürlich. Weil ne, wir haben ja, Heterosexualität ist ja bekanntlich was irgendwie unnatürlich ist, weil es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Ich höre jetzt auf, aber es gibt einen Angriff auf Familie, es gibt einen Angriff auf Nachbarschaft. Eigentlich ist das ideale Individuum das, was vom Staat abhängig ist. Und deshalb werden ja auch in den Ministerien so furchtbar viele neue Stellen geschaffen. Ja, Staatsabhängigkeit generieren, das ist das Mittel, mit dem man Gefolgschaften produziert, ganz klar. Also man kann es auch anders sagen, ob jetzt, wenn man es jetzt mal auf die 70er, 80er Jahre runterbricht, ob Pershing in Deutschland stationiert werden oder nicht, hat mich als Privatperson oder als einzelne Person nicht betroffen. Na, ich konnte dagegen, für oder dagegen sein. Aber als Privatperson betrifft es mich durchaus, welche Heizung ich demnächst finanzieren darf. Ja. Und da ist jetzt die Trennlinie eben weg zwischen der Staat, wo ich sagen muss, da muss ich mich auf Spezialisten verlassen, die genau wissen, was sie tun, und der Privatperson, wo ich sage, ich weiß am besten, was mir schmeckt und was ich gerne auf dem Teller haben will. Und diese Grenze ist komplett weg. Das war übrigens bei Pershing bei mir anders. Ich hatte an der Uni, wurden wir für zur atomwaffenfreie Zone erklärt. Und als ich mal sagte, prima, dann also keine Pershing neben meinem Lippenstift in der Handtasche, haben die Leute mich noch blöd angeguckt, weil die gar nicht den Witz dabei gemerkt haben. Die haben so... Sehr schön. Ja, ich fand das damals so abwegig, weil... Ja, bitte, in der Unibibliothek, Rechtsbibliothek, Pershing stationiert, war jetzt sowieso nicht so aktuell. Aber damit fing es an. Aber im Prinzip ist das genauso dieser Punkt, wo endet meine Privatsphäre? Meine Nachbarin war letzte Woche hier, eine ältere Frau, die fragte mich auch,
was sie eigentlich mit ihrem Haus machen soll. Die kann es nicht mehr verkaufen, aber sie kann auch keine Neuheit, sie kann das alles nicht machen. Ja, klar. Das sind ja... Es ist eine Enteignung. Es ist völlig eine, ja, ganz genau. Und das sind so Sachen, wo ist da die Grenze? Das müsste man viel näher definieren. Aber andere, das muss man ja auch sagen, andere wollen das. Die wollen so gelenkt werden. Weil die keine Ölheizung haben. Ja, weil die keine Ölheizung haben, genau. Ich habe auch eine. Dieser wunderbare Spruch aus den 70er Jahren, das Private ist politisch, hieß eigentlich zunächst, dass jemand, der ein bestimmtes Waschmittel kauft, damit eine politische Entscheidung trifft. Das war der, wenn man so will, rationale Grund dieses Satzes. Aber das ist im Grunde, hat sich umgekehrt. Also wie der Bürger sich privat verhält, ist eine Angelegenheit der Politik. Und das ist schon verblüffend, ehrlich gesagt, dass mir eine bestimmte Sprachform aufgezwungen wird, dass mir aufgezwungen wird, einen biologischen Mann nicht als Mann bezeichnen zu dürfen. Das ist pervers, ehrlich gesagt. Die Frage ist, wie kriegt man die Kuh vom Eis? Weil das Pendel ist tatsächlich anscheinend jetzt zu weit nach links ausgeschlagen und jetzt kriegen wir plötzlich so ein Rückpendel nach rechts. Und da weißt du auch noch nicht, wo endet das rechte Pendel, an welchem Rand. Und das ist das große Problem, weswegen auch die Gesellschaft gespalten ist. Und die Frage ist nur, wo ist sie gespalten? 30% links, 70% rechts oder ist es umgekehrt? Wir wissen es nicht. Sind denn immer alle rechts, nur weil sie nicht links sind? Sie sind normal, meine Güte, ja. Sie sind normal. Das Wort normal allein gilt ja heutzutage schon als Beleidigung. Ja, ich habe ja in meinem Buch geschrieben, das hieß Lob des Normalen. Bestimmte Dinge sind einfach normal, zum Beispiel Heterosexualität, um Himmels Willen, ja, darf man ja nicht sagen. Das wird aber heutzutage als rechts bezeichnet. Ich finde das so süß. Also früher war ich links und heute bin ich rechts. Meine Güte, ich finde, ich habe immer die Regierung kritisiert, von links und von rechts, egal. Das habe ich als meine Aufgabe gehalten. Ich habe sogar mal SPD gewählt. Oh, Thilo. Ja, das war aber nach 16 Jahren Kohl. Also da hätte die SPD auch einen Kartoffelsack stellen können, hätte ich stimmen. Ich habe bei der letzten Bundestagswahl die FDP gewählt. Ganz furchtbar. Ja, was habe ich nun davon? Nix. Also jetzt haben wir hier aber alle Lebensbeichten von uns. SPD, Spiegel, FDP gewählt. Ich habe auch schon FDP gewählt, sogar schon mehrfach. Ist das jetzt auch eine Leiche im Keller? Ich habe auch mal die Grünen gewählt. Oh Gott. Nee, also Cora, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Irgendwo müssen wir hier auch Grenzen ziehen. Ich bin auch die Älteste hier. Ich habe schon ein bisschen was hinter mir. Ja, ja, okay. Dafür gibt es also keine Entschuldigung. Ganz genau. Also irgendwo ist Schluss. Nein, aber tatsächlich ist ja die Frage, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und das ist, finde ich, eine der interessantesten Fragen. Die AfD haben wir schon. Jetzt wird ja noch eine neue Partei, kommt von Frau Wagenknecht angekündigt. Vielleicht auch von Herrn Maaßen und Herrn Kroll. Das kommt auch das noch nächste, eine Option. Ja. Und die finde ich interessant übrigens. Herr Krall, die Partei, wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, wo sie sich also soweit ich im Hintergrund habe, ist wahrscheinlich die Europapolitik das entscheidende Abgrenzungskriterium zur AfD. Aber ich weiß nicht, ob das so der Renner ist. Aber mal sehen, was die da so meinen. Ich finde das ganz interessant. Jedenfalls scheint sich die bürgerliche Gesellschaft langsam zu regen, was für sich genommen ja schon mal ein positives Zeichen ist. Denn irgendwo ist das ja nicht das Land der Politik und auch nicht das Land der Öffentlich-Rechtlichen oder des Spiegels. Eigentlich sind ja wir das Volk. Naja, solange die AfD existiert, gibt es eigentlich nur die Option, mit den Grünen zu regieren. Das ist ja das alte Dilemma. Ja? Das könnte sich jetzt ändern in den sogenannten neuen Bundesländern. Da sieht es alles schon ganz anders aus. Aber die CDU, und ich meine, ich halte das für einen Fehler, dass man nur wahltaktisch denkt. Man sieht das ja an Merz. Also man muss mit den Grünen irgendwie vorsichtig umgehen. Man könnte sie noch mal brauchen müssen. So. Wenn jetzt Herr Maaßen die Werteunion aus der CDU rausnimmt in eine neue Partei, die, wo Herr Krall bereits angekündigt hat, also man würde dann auch mit der AfD stimmen und auch Minderheitenregierungen tolerieren, dann könnte es interessant werden. Obwohl der wahrscheinlichere Fall ist, dass eine solche Partei der AfD erstmal Stimmen wegnehmen würde. Aber es ist jedenfalls die Koalition, das habe ich auch schon mehrfach geschrieben, rein wahltaktisch, ob es mir gefällt oder nicht, dass man so denkt, aber so denken sie halt nun mal. Und solange wahltaktisch, deswegen hat man die Brandmauer, der einzige Grund der Brandmauer, dieser antifaschistische Schutzwall. Ja, das ist es ja. Ja, ja, natürlich. Das ist ja nur, um die CDU einzuhegen. Also man sperrt jemanden ein,
weniger als dass man andere aussperrt. Uns andere alle sind ausgesperrt und die CDU ist gefangen in irgendeiner komischen Koalition mit SPD und oder Grünen, weil die FDP, ob die noch reinkommt, man weiß es nicht, aber die bringt nicht genug Stimmen, damit man das macht. Und deswegen, ich hatte es ja auch mal geschrieben, die Freien Wähler waren ja in Bayern immer eigentlich dann ein Segen, weil dann konnte man eine konservative Regierung machen. Klar, so simpel war das. So, und jetzt brauchen wir irgendwas, was für die CDU nochmal einen konservativen Aspekt bietet, damit sie damit auch andocken kann. Aber dann brauchen wir schon einiges. Das hat jetzt die Herr Aiwanger auch gesagt, so die Union und die Freien Wähler und die FDP und wir haben eine konservative Regierung. Das kann sich jetzt auch so ergeben, dass das vielleicht Herr Krall mit seiner Partei ist, der ja noch offen gelassen hat, ob Herr Maaßen da mitmacht oder nicht. Wir müssen uns da ja überraschen lassen, ist ja sehr spannend alles, aber das wäre wahltaktisch so, dass die CDU rübergehen kann. Nur jetzt muss man umgekehrt sagen, mittlerweile hat die CDU sich selber so zerschrottet und hat ja nicht zwei Flügel, sondern sie hat ja zwei Parteien. Ja. Also mit zwei Flügeln, das heißt immer früher mit zwei Flügeln. Ich habe denen auch immer schon gesagt, ja, mit zwei Flügeln kann man auch aus dem Bundestag fliegen, ne? Für sich genommen ist das jetzt ja noch nicht mal ein Vorteil. Und das sind ja nicht mehr zwei Flügel, sondern das sind ja wirklich zwei Parteien, die sich bekriegen und damit die CDU auch immer unwählbarer machen. Und ob die anderen so viel kriegen und immer so attraktiv sind. Es ist im Moment alles da sehr im Schwange, aber wahltaktisch braucht die konservative Seite irgendetwas. Aber man kann ganz sicher sein, wenn Maaßen und Krall kommen, wird die Brandmauer der CDU auch da zu sein und das wird auch also, nicht gehen. Also um es mal ganz platt zu sagen, in dem Moment, wo einer, ich nenne es jetzt mal Krall-Maaßen-Partei oder die Neuen, wo die in die Nähe der 5% kommen, so schnell können die gar nicht gucken, wie die von der Presse nach rechts außen geschrieben werden. Klar. Und noch rechter als die AfD. Also ob das dann wirklich eine Option für die CDU wäre, wenn die... Für die AfD wäre es eine. Schaffen, Thilo, es könnte für die AfD eine sein. Ja, die AfD braucht ja einen Mehrheitsbeschaffer im Zweifelsfall. Für die absolute. Ja, und wenn das nämlich so geht, das ist nämlich genau das, was ich sage. Die CDU geht mittlerweile runter, die AfD geht hoch und da brauchen wir uns nämlich gar nicht mehr überlegen, bei dieser zerstrittenen CDU, ob die eine Mehrheitsbeschaffungspartei braucht, sondern ob die AfD eine braucht. Das ist nämlich das, was ich meinte mit der CDU, die sich so selbst zerschießt. Und das wäre jetzt ganz interessant zu sehen, wohin das dann da geht. Aber merkt ihr, was hier passiert? In der ganzen Auseinandersetzung wird der geschützte private Bereich angegriffen. Denn das Interessante ist, gerade wurde die Brandmauer angesprochen. Es gibt eine Brandmauer nach rechts, also die AfD, da muss eine Brandmauer stehen, fertig, aus. Jetzt ist die AfD ungefähr bei 20%, im Osten teilweise bei 30%, bei über 30%. Also jeder vierte wahlberechtigte Bürger kann sich vorstellen, die AfD zu wählen. Das heißt, wir alle haben Menschen im Freundeskreis, im Familienkreis, die sich das eben vorstellen können. Und jetzt wird uns gesagt, dass wir gegenüber unseren Freunden, gegenüber unseren Familienmitgliedern eine Brandmauer hochziehen müssen. Klare Kante zeigen. Und klare Kante zeigen. Und das wurde auch schon bei Corona gemacht. Da sollten wir die Ungeimpften ausgrenzen. Oh ja. Wenn man sich mal wirklich anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, ein Angriff auf den geschützten privaten Raum. Familien haben sich zerstritten. So sehr wurde unser Betroffenheitskult von der Regierung und von den Mächtigen benutzt, um das zu zerstören, was uns überhaupt erst emanzipiert hat, nämlich unsere Intimsphäre. Ja. Und wenn ich noch mal dran denke, wenn ich noch einmal daran denke, wie viele Menschen, die ich kenne, ihre sterbenden Verwandten nicht besuchen durften, dann wird mir übel. Ja, mir auch. Es war für ein höheres Ziel. Ja, genau. Es gibt aber kein Ziel. Und das hat mich, ja wirklich, aber das hat mich auch so gewundert. Es haben ja einige auch so gesagt. Die haben sich nie überlegt, dass ein Ziel nie so hoch sein kann, dass ich einen sterbenden Verwandten nicht besuche. Ja, genau. Das sagst du, Annette. Das sagst du. Ja. Es gibt andere, die sind anderer Ansicht. So ist das in der Demokratie. Aber das ist die Mitmenschlichkeit. Da geht es mir jetzt hier auch wirklich. Wir haben unsere Mitmenschlichkeit verlassen. Auch wie ich eben zum Beispiel, das war jetzt nur scherzhaft, dass ich gesagt habe, wer Grüne wählt, ich kenne Leute, die wählen Grüne und mit denen komme ich trotzdem gut zurecht. Das hat doch einfach, irgendwo haben wir so zivilisatorische Grundlagen geschreddert. Und mir ist es gestern Abend, habe ich noch eine Bekannte getroffen, die ist in Thüringen groß geworden und die sagte mir noch, sie hat ein Klassentreffen. Eigentlich wollte sie nicht hin, ist jetzt aber hin, weil sie war katholisch in der DDR. Sie hatte nur eine Freundin, sie ist nämlich ausgegrenzt worden. Die beiden Katholiken waren da nicht wohl gelitten. Deswegen wollte sie nicht mehr hin. Sie ist aber dennoch hin und es war gar nicht so schlecht. Und da habe ich so gedacht, ach guck, wie alle Dinge hier wiederkommen.
Immer das mit diesem Ausgrenzen und irgendjemand, und das sind Machthaber, die ihre Macht durchsetzen, aber es sind auch viel zu viele Menschen, die das mitmachen. Ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt schon eine gewisse Resilienz haben. Es sind ja immer viele, die es mitmachen, aber immer mehr, die es auch nicht mitmachen. Es also, gibt viele neue Widerstandsnester, oh ja. Ja. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man mal so die Geschichte betrachtet, früher hat ein Regime sich ein Feindbild gesucht. Ob das jetzt Ausländer waren, ob es Juden waren, ob es die Indianer waren. Also es war immer ein Feindbild da, wo man sagen, die sind dran schuld. Bei Corona das Spannende war, das war ein Virus, das keiner sieht. Und das wurde dann, also wir haben alle einen imaginären Feind bekämpft, wo man uns darauf verlassen musste, dass die Ärzte den sehen und sagen, Leute, der ist da. Und den einen oder anderen hat es ja auch mal mit Corona umgeworfen. Also es wurden auch Menschen identifiziert, ich als Ungeimpfte, ganz, ganz böse. Und vor allen Dingen, wenn ich dann gesagt habe, okay, ich lasse mich gerne testen, wenn ihr Geimpfte euch auch testen lasst, große Aufregung und große Ausgrenzung. Also ich meine, ich habe mich beschimpfen lassen müssen, auch von Leuten, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Und da warst du noch gar nicht zur Tür raus. Genau. Und ich glaube tatsächlich übrigens, das gehört nämlich auch dazu, ich habe da so auch das eine oder andere erlebt, wobei ich auch neue Freunde gefunden habe oder gesehen habe, dass tatsächlich mein Freundeskreis, auch relativ, dass ich die richtigen Freunde hatte, offensichtlich, sagen wir es mal so. Ich auch. Ja, das war dann doch wiederum ganz nett. Auf der anderen Seite weiß ich, das habe ich auch in meiner Kanzlei erlebt, Menschen, die schweren Schaden erlitten haben, in vieler Hinsicht, oder Angehörige verloren, die vergessen es nicht, das ist zu viel passiert. Da sind jetzt mittlerweile die Gräben so tief geworden, da kann ich auch nicht einfach mit ein paar netten Worten drüber gehen. Das war nicht nur bei Corona, das geht jetzt immer weiter. Und die machen auch immer, immer weiter. Das ist ja das Problem. Und ich glaube, ich habe das auch mal geschrieben, und ich glaube tatsächlich, wir kommen in eine Art Zeit 30-jährigen Krieg. Wir haben hier Religionskämpfe. Jeder kämpft jetzt nur noch für sich und seine Seite. Wo sind denn da überhaupt noch die Brücken, die wir haben könnten? Da wären wir bei der Lösung des Problems. Welche Brücken haben wir und was können wir drauf aufbauen? Aber wenn dein Kind gestorben ist, wenn deine Mutter gestorben ist, wenn du deinen Angehörigen nicht begleiten konntest oder du hast jemanden, der jetzt im Rollstuhl sitzt, weil er sich zwangsimpfen lassen musste, welche Brücke kann es geben? Da du die Kränkungen angesprochen hast, die wir uns alle zugefügt haben während der Corona-Zeit, über Kränkungen schreibt auch Cora Stephan in ihrem Betroffenheitskult. Ja, vor 30 Jahren. Und da gibt es eine Stelle, die möchte ich gerne vorlesen, weil ich glaube, da finden wir eine Antwort, weil sie beschreibt die Kränkungen zu einer Zeit, wo es etwas noch nicht gab, was es heute gibt. Deswegen lese ich es kurz vor. Die Reihe der Kränkungen, die wir uns alltäglich zufügen, ist kaum noch zu überschauen. Grüßen, ob beim Betreten der Arztpraxis oder des Landes, findet hierzulande gleich gar nicht mehr statt. Bitte und Danke sind schon lange Fremdwörter im ganz gewöhnlichen kleinen Grenzverkehr. Überhaupt kommt es zu Blickkontakt bei alltäglichen Begegnungen nur im äußersten Notfall. Schade also, dass nicht alle Transaktionen, die Menschen miteinander tätigen müssen, mittlerweile vollautomatisch ablaufen. Der Wunsch danach wird der Grund dafür sein, dass das Telefon absolute Priorität genießt, egal ob es mitten im Gespräch mit einem leibhaftig anwesenden Kunden hineinklingelt. Oh, da muss ich gerade mal dran, Moment. Oder der Hinzutretende erstmal belämmert im Raum stehen bleiben darf, während in die Muschel gesäuselt wird. Ach, man könnte stundenlang erzählen. So, Cora beschreibt das Telefon. Heute gibt es das Smartphone, das nicht mehr nur zu Hause ist, sondern immer und überall. Und mit dem Smartphone kriegen wir auch die neuesten Neuigkeiten. Und zwar 24/7, rund um die Uhr kriegen wir die Neuigkeiten. Die Klimakleber, die filmen ihre Sachen, damit die Menschen sich das zu Hause angucken können und wütend werden. Wenn man irgendwo zur Arbeit geht, kriegt man die aktuellen Nachrichten. Corona war deswegen so gefährlich, weil uns zu jeder Sekunde überall Bilder gezeigt wurden, wie Leute daran sterben. Der Klimawandel ist deswegen so nah, weil uns jeder Sturm, jede Klimakatastrophe sofort gezeigt wird. Und das war vor 30 Jahren nicht so. Das heißt, wir haben jetzt die Bilder, wir haben dieses neue Instrument, das Smartphone, das uns immer und überall Angst einjagt. Und Angst ist das Gefühl, das unter der Wut wohnt. So werden die Menschen wütend.
Und dann sind sie wirklich bereit, ihre Familienmitglieder auszugrenzen und ihre Freunde rauszuwerfen. Das heißt, wir haben einfach ein neues Instrument, das die Wut immer und überall generieren kann. Cora, ich zitiere nochmal eine andere Stelle. Die Intimisierung der Politik hat alte Trennungen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit weitgehend aufgehoben. Während der ständig engagierte Bürger nicht mehr privatisieren darf, verfügt die Öffentlichkeit nicht mehr über Regeln der Distanz. Während die moralischen Instanzen der Gesellschaft einem jeden Menschen Liebe rund um die Uhr abverlangen, sind wir, kommt es praktisch darauf an, im internationalen Vergleich wohl das pflegelhafteste Land weit und breit. Ja. Wir haben Gefühle, aber keine Manieren. Kommunikative Gesten. Das hätte man früher Höflichkeit oder Manieren genannt. Sind eine Art der Abstandswahrung und gleichzeitig eine Art der Begrüßung. Das ist eine Lingua Franca, die kann jeder verstehen, auch derjenige, der kein Deutsch spricht. Mhm. Und das ist völlig in Verruf geraten, also es gibt noch viele, die das können, aber es ist, weil bloß formal in Verruf geraten, man muss ehrlich und authentisch einander gegenübertreten, statt den höflichen Abstand zu wahren. Ich werde überall geduzt. Ich meine, ich bin 72, ich habe keine Lust, mich von 22-jährigen Verkäuferinnen duzen zu lassen. Hallo Frau Stefan. Hallo Frau Heinrich. Dann können wir das ja auch wieder ein. Nein, aber das geht mir ganz genauso. Und ich bin ja als Hamburgerin mit Duzen sowieso ein bisschen eigenartig. Ja. Ich finde immer sehr schön, dass die sich auch ihr Leben lang siezen konnten und damit eine gewisse Distanz hatten, sich aber toll verstanden. Die Distanz war hilfreich dazu, dass man sich gut verstand. Und übrigens auch ein meiner häufigen Reden, auch bei jungen Leuten gegenüber, wo ich immer sagte, ich glaube, unser Land wäre besser, insgesamt besser, wenn wir einfach mehr bessere Kinderstube hätten, besseres Benehmen. Denn es ist nicht höflich, andere Leute auch immer mit Emotionen zu belabern. Richtig. Kontenance ist übrigens auch eine Tugend, die Integrität, Kontenance, Manieren. Hätten wir all das, wären wir schon sehr viel, oder sagen wir es so, wäre es nicht so weit abgesagt. Es wäre nicht besser, aber es wäre nicht ganz so schlimm. Man kann ja Cora Stephans Buch hier immer zitieren. Auch da finde ich direkt eine Stelle. Sie spricht von dem Freiheitsversprechen der guten Manieren. Auch das möchte ich vorlesen. Ja, ja. Förmlichkeit entlastet uns vom Unmöglichen. Wir können nicht jeden Menschen lieben, mit dem wir gleichwohl gewaltfreien Umgang pflegen wollen und müssen. Und sie ist ein Integrationsangebot für Fremde, die sich den hier bereits Lebenden hinzugesellen wollen oder müssen. Manieren geben darüber hinaus Auskunft über die Maßstäbe, die in einem Land gelten. Schön, dass du auch damals schon geschrieben hast, die hier länger Lebenden. Das ist ja auch ein ganz, ganz neuer Begriff, der jetzt immer benutzt wird, die schon länger hier Lebenden. Aber damit beschäftigst du dich in dem Buch ja auch. Wie kann man Menschen einladen, sich zu integrieren, wenn man selber nicht weiß, wer man ist? Dein letztes Kapitel beschäftigt sich ja damit, wer sind wir Deutschen überhaupt und was sind überhaupt unsere Werte? Das ist doch mal eine schöne letzte Runde für heute. Wer sind wir Deutschen eigentlich und was sind unsere Werte? Ja, angeblich gibt es uns Deutschen ja nicht. Wir haben auch keine Kultur außer der gemeinsamen Sprache, verbindet uns nichts. Und eigentlich haben wir auch keinen Anspruch auf dieses Land, wie ich kürzlich von einer Zugewanderten hören musste. Also wir existieren eigentlich nicht. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es geht jetzt zum dritten Mal darum, Deutschland abzuschaffen. Könnte man ja mal so sehen. Dann wird das Land aufgeteilt. Polen ist auch schon interessiert. Nein, das meine ich jetzt ganz ernst. Frankreich ist auch. Nein, aber ich habe das Gefühl, also wir haben den Zugang zu unserem Land verloren. Kürzlich habe ich das gelesen, eine Frau hat eine Deutschlandfahne am Balkon hängen gehabt. Und Hausbewohner forderten sie auf, das Ding wegzutun, weil es sie störe. Ja. Hey, kann man das gibt's? Ich würde mir heute auch keine Deutschlandfahne vor die Tür hängen. Definitiv nicht. Ich würde mir heute auch keine Deutschlandfahne mehr vor die Tür hängen. Wirklich. Warum nicht? Weil er die Regenbogenfahne nimmt. Klar. Also die auch nicht, weil ich bin ja generell gegen solche Symboliken. Aber ich kann mich mit diesem Land nicht mehr identifizieren. Dann häng doch ein weißes Bettlaken raus. Wie wär's denn dann? Das wäre tatsächlich das Schlüssigste, weil ich nicht kapituliere. Ja. Ja, ich bin ausgewandert, obwohl ich den Platz hier nie verlassen hatte. Also mich hat mein Land verlassen, um es mal so ganz platt zu sagen. Also es gab ja diesen bösen Satz, Deutschland definiert sich über drei Dinge, D-Mark, Wirtschaftswunder und Weltmeisterschaft. Die D-Mark ist nicht mehr da. Das Wirtschaftswunder
naja, geht so. Und wir haben so ein Wendewunder, ne? So ein Wirtschaftswunder. Und tatsächlich jetzt, was Weltmeisterschaft angeht, das war jetzt die letzten zwei Fußball-Weltmeisterschaften der Herren, war das eher so suboptimal. Aber dafür mit ganz, ganz viel Virtue Signaling, mit Regenbogen, Binden etc. pp. Also moralisch sind wir Sieger der Herzen. Es sind halt nur leider nach der Vorrunde heimgefahren. Das heißt, es gibt eigentlich nichts mehr, was mich mit diesem Land so, da sind wir wieder bei Gefühlen, gefühlsmäßig verbinden würde. Man kann jetzt sagen, okay, wir haben aber doch das Grundgesetz. Nur was das wert ist, hat man ja auch während der Corona-Demonstration gesehen, wo Leute mit Wasserwerfern vom Platz gefegt worden sind, weil sie das Grundgesetz in die Höhe gehalten haben. Also tatsächlich ist die Frage, womit soll ich mich denn noch identifizieren? Was ist denn noch da? War es nicht vielleicht auch etwas wenig? Entschuldigung, wenn ich nur kurz sage, mit den drei Ws waren vielleicht ein bisschen wenig. Ja, es ist auch plakativ, natürlich, gar keine Frage. Ja. Aber es stimmt ja, also es ist sehr viel Wahres drin. Ich könnte mich ja mit der Landschaft identifizieren. Ich wohne im Vogelsbergkreis. Tolle Landschaft, weil hier war überwiegend Viehwirtschaft. Also ist nicht so toll wie da in den Weinbauregionen. Aber es ist eine wunderschöne Gegend, die aber zunehmend zerstört wird von diesen riesen Windturbinen, die in den Wald geklatscht werden. Also ich bin auch als Identifikation weg. Müssen ein Windrad identifizieren oder was? Also das ist schon verblüffend, dass die Deutschen, die Waldliebhaber, nun plötzlich also dieses opfern, weil sie glauben, dass diese Windturbinen irgendjemandem nützen, außer den Betreibern dieses miesen Geschäfts. Dieses Hadern mit Deutschland ist ja auch typisch deutsch. Ich habe eben kurz aus meinem Regal Deutschland ein Wintermärchen herausgeholt von Heinrich Heine, denn der sagt im Vorwort etwas Wunderbares. Pflanzt die schwarz-rot-goldene Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschentums und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. Beruhigt euch, ich liebe das Vaterland ebenso sehr wie ihr. Das heißt, Thilo, der Grund, warum du die schwarz-rot-goldene Fahne nicht mehr heraushängen kannst, ist der Tatsache geschuldet, dass du ja Werte hast und enttäuscht bist, dass Deutschland für diese Werte nicht mehr steht. Aber dann möchte ich am Ende kurz klären, was sind denn die Werte, die die schwarz-rot-goldene Fahne wieder zeigen sollte oder wofür die schwarz-rot-goldene Fahne stehen sollte, damit wir auch unser Herzblut wiedergeben? Also wenn die Frage direkt an mich gerichtet ist, tatsächlich Freiheit. Freiheit, Individualismus und Eigenverantwortung. Ja. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Kann ich absolut unterschreiben. Souveränität. Eigenverantwortung, Souveränität. Souveränität des Einzelnen und der Staat lediglich als Ermöglicher der größtmöglichen Freiheit für jeden Einzelnen, dass der so leben kann, wie er selber es möchte, wie er sich glücklich fühlt. Also nicht, dass ich immer tun muss, was der Staat will, sondern dass der Staat mein Diener ist. Dafür stehen wir. Ich glaube, wir stehen hier alle für Freiheit. Oh ja. Da sind wir absolut am Punkt. Und deswegen, vielleicht auch noch zum Schluss, deswegen verstehe ich die Regenbogenfahne nicht. Weil Schwarz-Rot-Gold stand mal für Integration. Genau. Und genau da war jeder damit gemeint. Und ob du heterosexuell bist, ob du homosexuell bist, ob du irgendwas dazwischen bist, ob du das 256. Geschlecht bist, du bist zuerst mal Deutscher. Ja. Und das ist komplett weg. Und deswegen braucht jede Gruppe heute ihre eigene Fahne, weil es eben keine übergeordnete Instanz mehr gibt. Also müssen wir uns an den Werten für Deutschland erst einmal dran machen, dass wir einen gemeinsamen Wert haben, wofür wir stehen und wofür dann diese Flagge auch steht. Nur als einfaches Hinguckersymbol für das, wofür wir stehen. Übrigens fand ich es auch ganz schön, als wir noch dafür standen, dass wir Qualität machen und zuverlässig sind und vertragstreu und all solche Dinge, wo man so integer war. Ich fand das irgendwie übrigens auch ganz nett. Altmodisch, ich weiß. Deutsche Ingenieursleistung. Ja, Stadtklasse, genau das. Ja? Unsere Physiker, das brauchen wir wieder. Und das kriegen wir auch. Es ist ja in uns. Da bin ich gespannt. Ich glaube es nämlich nicht. Ach, immer diese miese. Wir hätten so hoffnungsvoll enden können. Und dann kommt Thilo Schneider und sagt, er glaubt es nicht. Nee. Ach, nee. Doch. Wir sind doch immer im Basketball gut. Ja, toll. Wir sind auch im Hockey gut. Hockey, mega. Ja, also. Gender Studies haben wir auch, ganz toll. Hm? Und wenn wir jetzt auch noch die Krone im Synchronspringen holen, dann ist alles rum. Da ist alles. Viel Potenzial. Mhm. Ja, unbedingt. Think positive. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Und in der Zwischenzeit empfehle ich allen Hörern, sich
erneut oder zum ersten Mal das Buch Der Betroffenheitskult von Cora Stephan durchzulesen. Man lernt übrigens auch viel über die damalige Zeit, weil natürlich werden zeitaktuelle Themen dort auch angesprochen. Es ist ein wunderbares Zeitdokument, aber auch ein prophetisches Werk. Und ich möchte, dass nach heute sich das Buch mindestens noch einmal 1.000 Mal in der Republik verkauft. 1.000 Mal reicht nicht. 100.000 Mal. 100.000 Mal. Themen sollen sprudeln. Es soll wieder in die Spiegel-Bestsellerliste, wie genau. Es damals war. Vielen Dank, Cora, Annette und Thilo, für das großartige Gespräch. Ich danke euch, ihr Lieben. Danke. Ich danke auch. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Freut mich, dass wir heute mal drüber geredet haben. Und das habe ich dir zu verdanken, Annette. Ja, das ist schön. Das ist aus völliger Überzeugung.